Ja, wir sind jetzt wieder mal richtig on. Wir hatten die letzten 30 oder 40 Folgen doch vorbereitet. Im letzten Winter, diesen Frühling vertont und jetzt habe ich die Biene verpasst, aber sie war unbekannt. Genau. Und ja, wir wollten uns damit Zeit verschaffen, um nach draußen zu gehen, um zu filmen. Ja, wir waren oft draußen. Und bevor du etwas zu dieser Schwingfliege sagen kannst, möchte ich mich noch ganz herzlich bedanken bei den Zuschauern für die Kommentare und die Daumen hoch. Und das freut uns jedes Mal ganz gewaltig. Ja, das ist sehr schön, ja. Ja, das ist der Grund, warum wir das machen, oder? Genau. Um anderen eine Freude zu bereiten und die kleinen Tiere zu zeigen. Ja. So. Elisabeth, lass los. Die Jetzt ist Schwingfliege es ist vorbei. vorbei. Hattest du viele Informationen Ja, dazu? nicht so viel, Ja. nein. Gut, wir werden sie später irgendwann nochmal Ja, sehen, oder? sie ist einfach ein guter Nützling, das muss man wissen, das Ja, ist ja. wichtig. Sehr schnell, gut. Und hier der Nächste, bevor der auch verschwindet. Er hat schon ziemlich große Augen gemacht und uns angeschaut. Also, wenn du etwas dazu sagen kannst. Die Strauchschrecke. Und das ist ein Männchen hier. Und sie machen zwar viel Musik, sie machen auch Musik bis tief in die Nacht, aber sie können nicht fliegen, die Armen. Aber sie machen viel Musik. Also keine fliegende Trompete Nein. oder so. Und sie sind etwa bis 2 Zentimeter groß. Und sie leben an Waldrändern. Sie sind Räuber. Sie fressen Insekten, kleine Insekten, Blattläuse, aber auch Raupen und natürlich auch Pflanzen. Also eigentlich alles, oder? Ja. Allesfresser. Allesfresser. Hast du eine Ahnung, wie viele verschiedene Strauchschreckenarten das es gibt? Was ich gesehen habe, gibt es zwei, drei bei uns. Bei uns. Also dann ist das hier eigentlich immer die gleiche, die wir da filmen, oder? Ja, es gibt schon ganz viele Langfühlschrecken, aber viele sind grün. Von denen gibt es ganz viele, von den Grünen. Aha. Das ist das Weibchen, Herr Legebohrer hinten. Ja, sie hat ein Legebohrer. Und sie legen die Eier in den Erdboden oder in totes Holz. Circa 200 Stück auf einmal. Na, Quatsch. Habe ich gelesen, ja. Aber der Bauch ist gar nicht so groß, dann müssen die Eier ja sehr klein sein, oder? Wahrscheinlich. Das sind keine Eier, oder? Nein. Also, das ist unanständig hier im Film. Die Entwicklung, die dauert dann 2 Jahre. Das ist lange. Ja. Verschiedene Braun, Ja, man sieht, es gibt verschiedene Färbungen. aber man erkennt sie an den langen Fühlern, he? Es sind Auch, ja. ja. Und an der Form. Weil sie so gedrungen sind, etwas bullig. Ja. Und auch eben an den Flügeln. Jetzt diese Dame hier, sie hat überhaupt keine Flügel. Auch noch kleine Stummelflügel. Nein. Das ist vermutlich noch eine jüngere Dame. Ein jüngeres Weibchen, ja. Noch nicht ausgewachsen. Wir konnten bisher nie eine Häutung filmen. Nein. Das machen sie vermutlich im Verborgenen. Ja. Aber im Frühling sieht man immer die kleinen Nymphen, die ganz kleinen Ja, braunen. naja. So, und das ist ein
zum Glück langsamer Schnellkäfer, oder? Ja. Leider ein Unbekannter, ich konnte ihn nicht zuordnen. Er hatte sehr brav, sehr geduldig Modell gestanden. Ja, wenn sie losmarschieren, kann man nicht mehr filmen. Ja, das da ist vorbei. Sind wir zu langsam? Ja, ja. Es gibt ziemlich viele ganz ähnliche Arten von diesen Schnellkäfern. Und die Bestimmung ist ab Foto ist sehr schwierig. Ja. Sie leben gerne in Wassernähe, hm? Ja, und an Waldrändern auch. Habe ich sie selten gesehen. Fast immer nur, wenn irgendwo Wasser in der Nähe war. Ja, das kann sein, ja. Die Fühler sind noch markant, hm? Und jetzt gibt er alles. Ja. Also mehr kann ein Schnellkäfer filmisch nicht bieten, oder? Genau. Deshalb wechseln wir jetzt sofort zum schnelleren Rüsselkäfer. Genau. Ein unbestimmter Breitmaulrüssler, nehme ich an. Ja, die sind auch schwierig zu bestimmen. Weil sie haben meistens die Grundfarbe, ist oft schwarz, aber nachher sind sie so bestäubt. Entweder gelb oder blau oder rötlich. Aber das ist kein Blütenstaub, sondern das sind ihre Schuppen, oder? Ja, ihre Schuppen, ja. Ja, es gibt grüne, gelbe, blaue. Ja. Und eben auch unterschiedliche grüne, unterschiedliche gelbe, unterschiedliche blaue. Ja. Gross sind sie auch nicht? Nein. 3-4 mm so? So etwas, ja. Vielleicht 5. Fressen Blätter? Haben ja, doch so schon viel gesehen, ich, oder? Ja, so viel ich weiß, ja. Ja. Und es ist schön haarig. Ja, war frisch beim Friseur. Für den Film, oder? Sollte sich vielleicht einmal rasieren. Ja. Also, du hast schon Ansprüche, oder? Also, die hier, die sollte sich rasieren. Ja, stimmt. Das ist ein haariges Ungetüm. Was für eine Raupe, wissen wir nicht, oder? Nein, leider nicht. Wir wollten sie motivieren und sie wurde hässig. Ja, sie wurde sehr böse. Das hat ihr gar nicht gefallen. Vielleicht wäre sie auch nachtaktiv. Das kann sein, ja. Also, wir haben immer versucht, sie an den Haaren. Aber aber sie ist sehr hübsch mit diesen Farben. Ja, ist wirklich schön. Aber unwillig. Ja. So, jetzt gut. Jetzt wäre sie in der richtigen Position, um zu filmen, oder? Alles schön scharf. Von hinten nach vorne. Und sie dreht den Kopf. Ja, jetzt schaut sie weg. Auf Berndeutsch sagen wir Däupelen, oder? Also, das deutsche Wort kenne ich nicht. Ich auch nicht. Dann haben wir es erneut versucht mit einem Blättchen. Sie war auch nicht lang, oder? So 2 cm. So etwas, ja. Wir haben sie schon ein bisschen gequält. Nur gequält nicht, einfach ein wenig. Jetzt beißt sie sich vor Wut in den Schwanz, oder? Jetzt sagt sie, will nicht mehr hören. Vielleicht ist das die Abwehrhaltung. Das fertig jetzt. Ja, ein O, hä? O, hä? Das ist der Kopf.
auch haarig. Ja. Also wirklich die, wie Stacheln. He? Enorm lange Haare. Das sind so richtige Borsten, die sie da. Eigentlich wollte ich filmen, wie sie marschiert. Das sieht immer so lustig aus, wie die kleinen Beine da im Takt. Naja, vielleicht ein anderes Mal. Das wär's. Bis später. Bis dann.